Bitte denkt darüber nach, Lady Cassandra. Die Klerikerinnen sind immer noch uneins. Wenn niemand vortritt, debattieren sie bis... Und ihr denkt, ich könnte sie zu einer Einigung bringen? Ich habe für einen Tag genug gehört, Mutter Giselle. Redet mit ihr, euer Gnaden. In der Himmelsfeste hört der Spaß niemals auf, nicht wahr? Der Inquisitor war eine witzige Kunari. Das ist es, was man eines Tages über euch sagen wird. Wartet es nur ab. Ich nehme an, ihr habt schon gehört, dass Liliana und ich Kandidatinnen für die Nachfolge der Göttlichen sind. Der Grund dafür sind natürlich die Geschehnisse in Halam Shiral. Das Kaiserreich steht hinter euch und somit auch hinter jedem, der euch nahe steht. Also wirft die Kirche jetzt unsere Namen ins Rennen, ohne uns auch nur gefragt zu haben. Wie könnt ihr und Liliana Kandidatinnen sein? Ihr seid noch nicht mal Priesterinnen. Dergleichen ist schon vorgekommen. Emara, die Dritte, war die Schwester des Kaisers. Und Galatea war eine Bürgerliche. Liliana und ich waren zumindest einst Teil der Kirchenhierarchie. Es wäre also annehmbar. Wenn Sie schon jemanden außerhalb der Priesterschaft in Erwägung ziehen, warum dann nicht auch mich? Weil Sie nicht wissen, wer ihr seid und euch fürchten. Jemand von eurer Bedeutung würde den Sonnenthron zusammenbrechen lassen und die Kirche auseinanderreißen. Ich verstehe nur nicht, wie Sie darauf kommen, dass es bei Liliana oder mir besser sein könnte. Warum zieht ihr es überhaupt in Betracht? Wen kümmert schon, was aus der Kirche wird? Es kümmert mich. So sollte es mit Sicherheit niemals kommen. Die Kirche, der Zirkel der Magi, die Templer. Das hier kann unmöglich das sein, was sie ursprünglich im Sinn hatten. Die Kirche sollte den Leuten Glauben geben, Hoffnung. Stattdessen hält sie selbst angesichts des sicheren Untergangs an ihrem Kurs fest. Es überrascht mich, dass ausgerechnet ihr das sagt. Tatsächlich? Bin ich etwa nicht die Frau, die entgegen der Wünsche der Kirche die Inquisition ins Leben gerufen hat? In all meinen Jahren als Sucherin habe ich genau das getan, was mir gesagt wurde. Mein Glaube hat es von mir verlangt. Nun jedoch verlangt mein Glaube etwas anderes. Er verlangt, dass ich klarer sehe. Wenn ihr beunruhigt seid, ist dies eure Chance, es besser zu machen. Wusstet ihr, dass Rarik ein Anhänger Andrastes ist? Oh, er lästert über den Erbauer mit jedem zweiten Atemzug. Aber tief in seinem Inneren ist er ein Gläubiger. Sein Herz ist tugendhaft. Dennoch würde er niemals einen Fuß in eine Kirche setzen. Dabei sollte sie der erste Ort sein, dem sich die Tugendhaften zuwenden. Sie muss sich verändern. Und vielleicht bin ich diejenige, die dafür sorgen muss. Ihr seid nicht die einzige Kandidatin. Was ist mit Liliana? Liliana sagt, sie wolle Justinias Vermächtnis weiterführen. Aber unsere Erinnerungen an sie sind unterschiedlich. Justinia wusste, dass die anderen Klerikerinnen und die Leute nur einen gewissen Grad von Veränderung akzeptieren würden. Ich denke, Liliana würde jegliche Tradition verwerfen und von Neuem beginnen. Und das würde uns alle ins Chaos stürzen. Was an der Kirche würdet ihr verändern? Der Zirkel der Magi hat seine Berechtigung, aber er muss reformiert werden. Die Magier sollten sich mit unserer Hilfe selbst verwalten. Die Templer dürfen nicht länger die Kerkermeister der Magier sein, sondern sollten die Unschuldigen beschützen. Wir müssen wachsam sein, aber auch voller Mitgefühl für sämtliche Bewohner von Thedas, ob sie nun Menschen sind oder nicht. Das ist es, was ich verändern würde. Dann ist das eure neue Mission. Noch habe ich mich zu nichts bereit erklärt. Und wenn euch die Kirche darum bittet? Dann werde ich alles tun, was in meiner Macht steht. Ich schätze, ich sollte mir nicht so viele Gedanken machen.
Im Moment haben die Klerikerinnen einfach nur meinen Namen ins Rennen geworfen. Mehr nicht. Unser oberstes Ziel bleibt es, die Ordnung wiederherzustellen und Korypheus aufzuhalten. Was benötigt ihr, meine Liebe? Ihr seid jetzt also eine Kandidatin für die Position der Göttlichen. So wurde es mir berichtet. Wollt ihr das überhaupt? Warum sollte es eine Rolle spielen, was ich will? Warum sollte es keine Rolle spielen? Habt ihr etwa kein Anrecht darauf, glücklich zu sein? Es ist ganz einfach. Die Kirche muss überleben. Und dafür muss sie sich ändern. Ich habe nie daran geglaubt, dass man jemand anderen bitten sollte, etwas zu tun, zu dem man selbst nicht bereit ist. Also betrachte ich es als eine Möglichkeit. Ich bin es mir selbst und ganz Cedas schuldig, den Platz auf dem Sonnenthron anzustreben. Ich denke, ihr wärt eine hervorragende Wahl. Vielen Dank. Hoffen wir nur, dass die Klerikerinnen der Kirche das genauso sehen. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Der hier ist für euch, Kommandant. Er ist an euch adressiert. Und der Absender? Ich hatte ihn plötzlich in der Hand. Da steht nur, Aldred hat euch gezeichnet, aber nicht erschaffen. Ihr seid ihr geblieben. Ach, ich kenne den Absender. Danke. Ich wäre überglücklich, wenn ich nie wieder einen Fuß in den Winterpalast setzen müsste. Und zwar gar nicht so sehr wegen des Tratsches und der Intrigen. Ich weiß, was das Spiel beinhaltet. Aber diese Gleichgültigkeit allem gegenüber. Es war auch nicht unbedingt mein Fall. Eigentlich hätte es mich nicht überraschen dürfen. Die Kirche kann genauso sein. Ihre Politik ist vielleicht weniger ausschweifend, aber sie ist ebenso verbissen. Gaspard herrscht über ein Land. Der Einfluss der Göttlichen erstreckt sich über einen halben Kontinent. Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Neben der Himmelsfeste noch weitere Stützpunkte der Inquisition zu schaffen, hat unser Ansehen verbessert. Man sieht uns als eine stabilisierende Kraft. Wir haben zahlreiche neue Rekruten, die begierig darauf sind, uns zu unterstützen. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Trinkt ihr einen Schluck mit mir? Ich könnte etwas Gesellschaft brauchen. Ihr wirkt besorgt. Was habt ihr auf dem Herzen? Es ist nichts. Ihr wisst, dass ich für euch da bin. Ich habe daran gedacht, wie wir zu dieser Ruine gegangen sind und das Abzeichen gefunden haben. Damals schien alles so klar zu sein.
als wäre mit euch an meiner Seite alles möglich. Alles, versteht ihr? Das ist ein großes Wort, voller Bedeutung. Wir haben großartige Freunde und einander. Alles ist nur der Anfang. Nicht für mich. Ich will, dass ihr etwas wisst. Wenn es irgendetwas Gutes in meinem Leben gibt, seid ihr der Grund dafür. Ihr wart eine Inspiration. Und so vieles mehr. Ich will der Mann sein, für den ihr mich haltet. Auf mich zu verfolgen. Das tue ich nicht. Und doch. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Schmerz verwirrt dich in der Gewissheit. Die Meisterspionin hat es bestätigt. Blackwall ist fort. Und weiter? Liliana weiß doch bestimmt, wo er ist, oder? Sie weiß alles. Sie weiß nicht alles. Noch nicht. Schwester Liliana ließ uns das Quartier des Wächters durchsuchen. Es war kaum etwas zu finden, abgesehen hiervon. Sie fehlte in den Berichten von letzter Woche. Ich weiß nicht, welches Interesse Blackwall an dieser speziellen Angelegenheit hat, aber es könnte ein guter Ansatz sein. Thank you.
anständiger Magierturm darf in keiner Burg fehlen. Inquisitor, ihr seid geradezu von einem Schimmer umgeben. Eure Standarte? Ist selbstverständlich vollendet. Gut, der Rest ist lediglich Schweiß und geschundene Knochen. Ich folge euch, Lord Chancellor. Zeigt mir den Weg. Dann lasst uns nun zur körperlichen Ausbildung kommen. Sobald ihr eure Standarte hisst, werden die Leute es wissen. Hier ist ihr Champion. Es war so erfrischend, wieder mitten im Spiel zu sein. Mein letzter Besuch in Halamshiral war bei Gräfin Letiens Vermählung. Es gab ein Dutzend Skandale, 5 geheime Bündnisse und ein Duell zwischen 2 Chevaliers um einen erlesenen antivanischen Portwein. Die Entlarvung der Herzogin war allerdings das erste Mal, dass ich den Winterpalast wirklich schockiert gesehen habe. Zumindest kann niemand behaupten, der Abend wäre nicht denkwürdig gewesen. Nein. Das wohl kaum. Ich muss zugeben, als Selene getötet wurde, war meine erste Reaktion nicht Trauer, sondern Enttäuschung. Wie konnte die Kaiserin von Orlais nur dem Komplott der Herzogin zum Opfer fallen? Selene hatte darauf vertraut, dass wir ihr helfen. Sie hat darauf vertraut, dass sie uns benutzen kann. Doch lasst uns nicht vergessen, was wir gewonnen haben. Eure Taten während des Balls haben uns sowohl Verbündete als auch Gefälligkeiten gesichert. Dann haben diese nervtötenden Spielchen ja zumindest etwas gebracht. Diese nervtötenden Spielchen hatten den Tod einer Kaiserin zur Folge, Inquisitor. Und ich fürchte, wir werden erst in einigen Jahren wissen, welche Folgen diese Ereignisse tatsächlich nach sich ziehen.